Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Wörth. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Es gibt doch mutige Menschen hier rund um Hörlkofen, wie dieser Mann, schätze ich, im Wilflinger Weiher sich zur frühen Morgenstunde ins Wasser begibt. Ich würde nicht einmal gerade die Zehen einhalten, aber es lohnt sich, ist es doch laut den Anwohnern hier das schönste Weiher Bayerns. Wilflinger Weiher, Hörlkofen, Wörth, da sind wir. So, und es ist gut, dass die Wasserwacht auch schon da ist, denn dann passiert auch nichts. Die lassen gerade ihr Boot zu Wasser. Ich glaube, das ist das Einzige, was sie jetzt da haben. Aber das ist natürlich auch immer wieder notwendig, dieses zu testen, ob es auch alles funktioniert und ob auch alles in Ordnung ist. So, eigentlich suche ich noch den Florian. Der Florian war der Chef oder der, der... Oh, ihr fahrt so mit den Reifen rein. Boom. Die haben da die Reifen mit ins Wasser. Cheaterin ist da. Servus. Florian. Servus, genau. Das ist, wo man gleich denkt. Der hat gleich das Kommando übernommen. Der schwimmt fein schon einer. Servus. Ja, servus, Christi. Da schwimmt schon einer im Wasser drin. So, Chef. Also Chef in Anführungszeichen, alle ja. Miteinander, oder? Ja, Vorstand bin ich und das sind unsere Mitglieder. Wie wird man den Vorstand bei der Wasserwacht? Welche Talente muss den haben, der Florian? Gute Verdienste. Gute Und sonst noch irgendwas? Für was ist er gut geeignet? Körperlich fit und geistig. Ja, seid ihr alle nimmer oder was? Oder wie? Doch. Wir haben lediglich das vordere Semester. Meine Lieben, ihr müsst euch regelmäßig auch Prüfungen unterziehen, oder ja. Wie schaut denn das aus? Jetzt ja, wollen wir silberne Rettungsschwimmen wiederholen. Wirklich? Ja, dann wird man als Rettungsschwimmer. Und so kannst du dich halt noch weiterbilden. Also wir sind mal ausgebildete, wie heißt es, Flo, helf mir, Wasserretter. Ja. Wasserretter. Das ist eine größere Ausbildung, ja. So steigert es sich halt. Wer nimmt denn die Prüfung dann ab? Also stehst du dann am Rande des Weihers und sagst, schlecht, machen wir nochmal. Wir haben Ausbilder für die Grundausbildungen, also für die normalen Ausbildungen, die man jetzt ja macht, die Rezertifizierungen und alle größeren Ausbildungen laufen dann über den Kreisverband. Und alles ehrenamtlich, Burschen, oder? Das ist alles ehrenamtlich, nur. Ja. Ohne 1 Euro. Warum macht man das? Hä? Gut, es gibt Sommertage, wo man sagt, mei, da schwimmt jetzt einer seine Runde, du musst das Boot da reinschleifen, schwitzt schon. Denkst du, genau. Könnte man auch ruhiger machen, oder? Nein, warum macht man das? Gut, erstmal aus Freude am Helfen und dann ist noch die Kameradschaft, die da ist. Und gut, man, der eine spielt Fußball, der andere macht das. Und das ist halt. Und irgendwo als Jugendlicher entscheidest du halt für irgendwas und dann bleibst du in der Regel ja, als dabei. Als Jugendlicher, wie lange seid ihr schon dabei? Wie heißt so, ja, wie so die Anzahl? Die sind reingeboren in die Wasserwacht. Wir sind wir die Dinos der Wasser. Sagt mal, wie viele Jahre? 43 Jahre. 43 Jahre? Ungefähr. Sagt er ganz bescheiden und sagt, eigentlich bin ich ja erst 45, nicht wahr? So schaut's aus. Da hat es mich noch gar nicht gegeben. Stress hier am Wölflinger Weiher oder halten sich alle Menschen an die Regeln? Wie ist denn das so? Ja, das ist ja wunderschön hier. Ist schon richtig Stress. Letztes Jahr 85 Grad geschätzt, fast genau. 6 Wochen durchgehend. Ja. Ist das jetzt für euch dann eine stressige Zeit? Ja, ist schon stressig. Warum? Also, weil einfach wahnsinnig viele Gäste da sind. Also die Wiesen, die ist wirklich bummvoll. Das ist wie im Schwimmbad. Ja. Und dann ist schon Stress, weil natürlich alle Leute ins Wasser wollen und es gibt dann Kinder. Viele Kinder sind da, ja, dann ist natürlich ein bisschen Action, weil der eine verletzt sich mal, der eine steigt in den Webs rein, einer hat einen Glasscherben, der eine braucht ein Pflaster, dann kommt einer mit einem Zeck. Und dann ist natürlich das Problem, ja, und dann ist natürlich auch, wenn dann zwischendrin wirklich mal was passiert, weil so einen schmeißt und hat eine Kopfverletzung, dann ist natürlich Stress, weil der Parkplatz ist dann voll. Aber also, wie viele Sätzen dann so Höchstzeiten im Einsatz? Wie viele Leute sind dann da? 5, 6, 10, 2? Wie viel? Ja, Wachgruppe besteht so aus 6 bis 8 Leuten. Dann doch, okay. Und die sind eigentlich immer am Wochenende ist jemand da von der Wasserwacht. Was ist denn so Mädels, Jungs? Mehr Frauen, mehr Junge? Was ist denn so die Mischung bei euch? Paar. Eigentlich ist es eine gesunde Mischung. Das auch für uns was bringt, gell? So Baywatch-mäßig. Nein, ja. Aber es ist aber Mädels genauso gut dabei wie jetzt Burschen. Ja, vor allem gerade in der Jugend, da sind jetzt viele Mädels dabei. Da suchen wir fast ein paar Jungs wieder als Verstärkung. Und was ist denn? Lassen ja, die wollen natürlich, gell? Da ist ab einem gewissen Alter erst was anderes interessant. Die wollen die Mädler zuschauen, und zwar liegend. Oder vielleicht retten. Kann da nicht so aus. Es sind oft auf Klicken kommt es davon.
einer oder der Kumpel ist dort. Und wenn der Kumpel auch, dann bin ich da oder Freundin oder ihr Bekannte und dann sagen, oh, dann gehe ich auch dazu. Ne? Und also bei Einzelnen ist es oft ja, nicht so dauerhaft, sagen wir mal. Also nicht generell, aber der Einzelne springt dann ab, weil er dann lieber Fußball spielt oder lieber zum Klettern geht oder sonst was. Aber fällt euch eigentlich was im Winter? Könnt ihr eigentlich das Bütchen mal langsam rein, weil wir brauchen das dann. Fällt euch eigentlich was im Winter? Also im Winter ist ja nichts dann, mit ja, Winter, was machen. Im Winter gibt es auch ab und zu, wenn der Weiher zufriert, dann ist natürlich, dann kann man Schlittschuh laufen oder Eisschlittschuh. Ach, da seid ihr auch dann da? Ja, jetzt nicht, weil man muss, ja, sondern das machen wir halt dann freiwillig. Also es gibt so die Übergangsphasen, wenn der Weiher gerade so zufriert, dann ist es halt gefährlich, weil dann wollen die Ersten aufs Eis und dann stellen wir Schuldel auf, Warnschuldel, dass man ja nicht aufs Eis geht und erst wenn das Eis wirklich eine bestimmte Dicke hat, dann darf man. Das ist mir völlig neu auch da. Ne? Was ist eigentlich, sag ich jetzt mal, damit wir zum Abschluss auch mal das Verständnis dafür aufbringen? Zum einen ehrenamtlich an den schönsten Tagen unterwegs, wenn andere also frei haben, arbeitet ihr. Aber was macht eigentlich wirklich Freude? Dass mir jemand hilft oder wenn nichts passiert? Ja, das ist immer zweischneidig. Natürlich sitzt man den ganzen Tag eigentlich da und wartet, dass was passiert. Ja. Ja, man genießt zwar den Tag, aber man ist immer angespannt. Anspannung, ja, das ist natürlich immer da. Andererseits, wenn was passiert und man hat einen Käufer, das gibt einem ein gutes Gefühl. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Grund. Ich sage oft so, warum der mir das? Ich finde, weil es das Richtige ist. Weil ich finde es richtig, dass man sich gegenseitig hilft. Und das ist auch Ehrenamt. Es muss nicht immer sein, dass man sagt, was kriege ich dafür? Ja. Sondern das einfach zum Tor, weil es einfach, ja, ich finde, weil es das Richtige ist. In diesem Sinne, also boom, wenn sie das schafft, dann bin ich ganz gespannt wie ein Flitzebogen. Ist aber auch Arbeit, um Gottes Willen, sitzt er schon drum, der Mann. Mein lieber Florian, ich wünsche euch alles Gute, dass trotzdem nichts passiert. Ja, nichts Schlimmeres passiert, sagen wir es mal so. Und dass ihr einen schönen, ruhigen Sommer hier am Wöflinger Weiher habt. Jawohl, ja, alles vielen Gute. Dank. Boom, ich wünsche alles Gute, ja? Bleibt sauber und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, liebe Zuschauer, zu einer Ortschaft der Woche. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Wörth. Wechseln Sie jetzt!